Willkommen bei Spelzberg. Ich bin Rainer und das ist mein Kollege Adrian. Wir zeigen euch, wie flexibel unsere Geos-Gehäuse sind. Dafür haben wir euch verschiedene Anwendungsbeispiele aus der Praxis mitgebracht und zeigen euch die Montagemöglichkeiten. Geos-Gehäuse bieten im Innenraum vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. So haben wir zum einen die Befestigungsdrohne im 25mm Raster sowie in den Ecken zusätzliche Schraubpunkte für die Montageplatten. Die Montageplatten, hier die Solierstoffvariante, bieten wir wahlweise auch ein Stahlblech an und für alle drei Gehäusegrößen. Das benötigte Befestigungsmaterial ist dabei im Lieferumfang enthalten. Die Normschienen gibt es in verschiedenen Längen für alle Geos-Gehäusegrößen, die man über die beiliegenden Montageschrauben waagerecht oder senkrecht montieren kann. Dazu benötigen wir einen handelsüblichen Akkuschrauber mit einer Kreuzspitze oder einen normalen Schraubendreher. So. Die vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten in unseren Geos-Kästen könnt ihr zum Beispiel für unsere Basisträger benutzen. Dabei sucht ihr euch einfach im Kasten den passenden Befestigungsdom aus, setzt dort den Basisträger an, drückt den hinten leicht runter, drückt oben noch einmal und er verrastet. Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Und dann könnt ihr die Basisträger zum Beispiel zur Montage einer Trennwand verwenden. Die Trennwände gibt es in 5 verschiedenen Größen. Jede Trennwand hat 2 Rastnasen. Um die Trennwand zu montieren, wird sie in die Basishalter rechts oder links eingeschoben, bis sie 2-mal verrastet. Um die Trennwand wieder zu demontieren, brauchen wir einen Schlitzschraubendreher. Öffnen beide Basisträger und ziehen die Trennwand wieder heraus. Als weiteres Zubehör bieten wir Montagehalter an. Diese Montagehalter können einfach in die vorher montierten Basisträger eingeschoben werden. Die Montagehalter kann ich dafür nutzen, um eine Normschiene auf unterschiedlichen Ebenen zu montieren. Diese unterschiedlichen Ebenen sind auf die gängigen Einbaugeräte abgestimmt. Auch kann ich eine Montageplatte auf verschiedenen Ebenen montieren. Oder ich kann beispielsweise auch auf einer unteren Ebene die Montageplatte montieren und darüber liegend eine Normschiene. Um euch das zu zeigen, haben wir etwas für euch vorbereitet. Ein Gehäuse mit 6 Basisträgern und eine vorgefertigte Montageplatte mit Montagehaltern, die in das Gehäuse geschoben wird. Zusätzlich haben wir eine Einbauplatte, die zu weiteren Montagemöglichkeiten dient oder auch zum Berührungsschutz eingebaut werden kann. Das montierte Einbausystem lässt sich sowohl mit Normschiene als auch mit Montageplatte werkzeuglos demontieren. Dazu werden einfach die beiden Verriegelungen gelöst und die Schiene kann aus dem Gehäuse entnommen werden. Für weitere Informationen schaut auf spelzberg.de. Danke fürs Zuschauen